Wenn wir heute eventuell auf Prinzessin Peach treffen? Ich meine, das Schloss ist schon fast fertig gebaut, wenn wir uns das mal ansehen. Alles fertig. Nur noch zwei Level und das Buntglas ist vorhanden. Da stellt sich mir die Frage, werden wir dann die 100% haben und Prinzessin Peach treffen? Das werden wir heute herausfinden, Leute. Weiter geht's. Level 60. Windiger Wolkenausflug. Noch ein paar Hyper-Piranha als Wachen. Perfekt. Wer hat Zeit, um dieses Level auszuprobieren? Nicht vergessen, in einem Wirbelwind kann man mit Hilfe von B besonders hoch springen. Vom Himmelsverwalter. Okay. Cool. Dann werden wir uns das mal anschauen. Ich bin immer noch am Hinterfragen, wofür die Münzen noch zu gebrauchen sind. Ich benutze sehr coole Wörter. Ba-ba-da-ba-ba-da. Ba-ba-da-ba-ba-da. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba. Warte, vielleicht so? Ja, so muss man es machen. Ba-da-da-ba-bam. U-I-U-A-A. Ching-Cheng. Ba-da-ba-da-bing-bang. U-I-U-A-A. Ching-Cheng. Ba-da-bang-bing-bang. Für die Leute, die Silver Gunner kennen, ne? Ehre! Nee, das Wort sage ich nicht. Aber ihr seid coole Dudes. So, zurück zum Spiel. Das Level wirkt auf mich schon mal sehr cool. Da wird ein kleines Parkürchen. Können wir so sagen, ja. Mir fehlen aber hier die Pfeile, Nintendo. Nintendo, wo sind meine Pfeile? Ich brauche meine Pfeile in jedem einzelnen Super Mario Bros. Level. Ja. Nein, ich habe zwei Münzen verpasst. Oh nein, jetzt werden wir alle verrecken, Leute. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Okay, ich wollte das nicht. Okay. Okay, weiß nicht. Hier hätte ich vielleicht den Boden weggemacht, weil sonst wäre es ja zu easy, oder? Ich weiß ja nicht. Gut, es ist ein Nintendo-Level, da darf nicht zu easy sein. Ach, da rechts gibt es vielleicht ein One-Up und was ist hier? Ach, hier ist. Ach, hier, ich rede von einem One-Up da rechts. Ach, hier ist sogar ein Pfeil. Lol. Der da, wo es obvious ist, kriegt man natürlich einen Pfeil hin, ne? Und da, wo es nicht ganz so obvious ist, nicht. Was? Ist das deren Ernst? Ich habe mich hier. Dazu sage ich nichts, Leute. Ist mir egal. Dazu sage ich nichts. Ohne meinen Anwalt gebe ich da kein Statement. Ich weigere mich. Nein! X, nein! Yeah. So. Gib mir das Cash, was wir nicht brauchen, aber ich hab gern so wenig Cash in meinem Geldbeutel, ne? 98%! Wie bitte? Toadette? Bro, wo ist Toadette? Bro, was? Wow? Der Vorarbeiter wird irgendwie nervös. Oh, was zum. Was passiert? Weißt du, was das los ist? Mario, du musst irgendwas unternehmen. Ohne die Bauleiterin hat mein Bauarbeiterleben keinen Sinn mehr. Oh nein, er muss Suizid begehen. Leute, wir müssen schnell Toadette retten. Oh nein. Ich guck noch kurz, was der gelbe Toad sagt. Und dann die anderen Toads. Ich glaube nicht, dass die anderen Charaktere irgendwas sagen. Er macht mich nur so müde. Ach, der merkt das nicht mal. Und der arbeitet da schön, ne? Die Bauleiterin wurde also entführt. Ich mache mir Sorgen um sie. Die Bauleiterin ist weg. Oh nein, was passiert? Oh weh, oh weh, oh weh! Es gibt ein Problem, Mario! Wir sind ja kurz vor einer pa Massenpanik, vor allem ich! Also lies mal diskret das hier. Abrechnung mit Miauser. Es ist eine Katastrophe! Die Bahnleiterin ist von Bald entführt worden! Ohne sie werden wir das Schloss nie fertig bauen können! Was sollen wir nur tun? Du musst sie retten, koste es, was es wolle! Schnell, ich flehe dich an! Okay, chill. Ich brauche mein Geld. Ich habe Frau und Kinder. Oh Scheiße, wir müssen ihn schnell retten, Leute. Abrechnung mit Meowser. Oh, jetzt gibt's einen Epic Endboss Fight, Leute. Oh mein Gott. Oh, das sieht so geil aus. Oh, das ist echt episch. Oh Gott. Lass mich nicht treffen von diesen billigen Tricks. Niemals. Oh, hier sind noch Münzen, die nehme ich mal mit. Da kommt auf mich zu. Oh Gott.
Das ist ein Blarg, soweit ich weiß. Ich glaube, so heißen die Dinger. Bam, weg mit dir. Boing. Boing. Oh Gott. Boing! Schnell! Was ist das? Da kommen wir zu. Okay. So, auf diesen Blöcken hier sind wir sicher. Auf diesen gelben. Die, die danach kommen, die verschwinden nach der Zeit. Deshalb dürfen wir da nicht allzu lange draufstehen. Hier zum Beispiel. Man sieht auch schon, die wollen gerade verschwinden. Wir kriegen nur Pilze. Warum kriegen wir kein Progressive Power Up? Ich will meine Feuerblume haben. Oh, was mache ich denn? Was soll ich machen? Ei. Was mache ich? Ich kann nicht unterrieben. Oder springt er weg? Oh, er springt weg. Oh nein. Tschüss. Oh Gott. Ich brauche die Münze. Man kann die Level, glaube ich, auch sogar nochmal spielen. Oh Gott. Das war dumm. Fliehen wir einfach, würde ich sagen. Scheiß auf die Münzen. Wir spielen ja noch genug Level. Wo wir dann noch genug Münzen bekommen können. Oh, ein One-Up. Oh, jetzt müssen wir aber wegfahren. Okay, weg hier. Flucht. Das war eigentlich Abrechnung, dachte ich, aber ist egal. Oh Gott, die Lava steigt. Oh nein. Wir dürfen jetzt nichts falsch machen. Okay. Ich vertraue den Fallen. Ich vertraue jetzt jeden einzelnen Fall, den ich sehe. Gott. Oh Gott. Oh, das ist so episch aufgebaut. Das Level ist mega cool. Oh Gott. Wie oft habe ich schon, oh Gott, in dieser Folge gesagt? Schreibt es mal rein. Oh nein, das ist nur für... das ist nur für die Münze. Nein. Was hätte ich denn machen sollen? Ach, umdrehen. Das ist nur eine Falle, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Schnell. Oh, bum, bum. Boing, ist tot. Was, warum ist er wanted, hä? Okay. Weg da, weg da. Was kommt jetzt? Oh Gott. Ich hab Angst. Checkpoint. Hilfe. Hi. Miau, miau. Miausa. Oh, er geht weg. Schnell. Oh Gott. Oh Gott. Flucht. Ich dachte, das ist eine Abrechnung. Vielleicht kommt die Abrechnung noch. Aber schnell weg hier auf jeden Fall. Es können ja insgesamt drei Bösse kommen. Also drei Bowsers oder drei Bowser Juniors. In diesem Film gibt es keinen Bowser, gibt es nur Miausa. Oh Gott. Ach, hätte ich wissen können, weißt du, hätte ich riechen können. Ah, es riecht nach Secret. Weißt du? Oh Gott. Ach, ist das richtige Abrechnung? Oh, oh, oh. Yes, man. Ah, es gibt sogar Powerblöcke. Aber die bringen nichts. Cool. Kann ich den angreifen? Oder was soll ich machen? Warte, Powerblöcke. Was bringen die mir? Ach, ich mache Schaden. Aber ich kann auch mit meiner Katzenklaue einen Schaden machen. Okay. Also was ich machen soll, ist ihn abschmeißen mit meinem Powerblock, glaube ich. Na komm. Na komm. Na komm. Miau, miau. Mieze. Mieze, ja komm. Oh Gott. Bam. Ho, bam. Oh Gott, ich will meine Katzenblöcke. Schnell. Ho, bam. Bist du tot? Yes, man! Gib 100 her! Eine 50er Münze, Alter! Wir haben 199 Münzen! Ja, moin! Ach, wie episch! Oh, jetzt ist es ruhig. Hi! Guten Tag! Miau, miau! Miau, 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 miau! Lol, wie cool das aussieht! Das ist richtig cool! Da, ba, ba, da, bam, bam, ba, 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 da, ba! Yahoo! Miau! Episch. Yeah. Aber oh, das ist Bundes jetzt. Bundes ist auch fertig oder nicht? Spawn. Yeah. Bauleiterin Toadette gerettet. Puh, endlich wieder frische Luft. Ich werde dir ewig dankbar sein, Mario. Aber viel wichtiger, das Bundes müsste mittlerweile fertig sein. Zeit für die große Enthüllung. Und boing. Jetzt wandert das einfach. Buntglas fertig. 100% Leute. Schloss fertig. Juhu. Das neue Schloss ist fertig.
Ich erschaudere fast vor dieser Pracht. Damit ist mir ein Platz in den Geschichtsbüchern so gut wie sicher. Aber genug von mir. Wir müssen schnell Prinzessin Peach holen. Oh. Oh, was für ein schönes Schloss. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit für euch alle. Vielen Dank, Mario. Ach, das war doch gar nichts. Ich bin nur ein wenig gestorben und es hat mein Leben riskiert, aber... Oh, war das... Oh, war das gerade ein Kuss? Yahoo! Oh yeah, auf die Wange! Geil! Oh, Dodette, was machst du denn hier? Wir haben gerade einen romantischen Moment, aber okay. Der Frosch. Yay, alle sind versammelt. Und der Typ schläft da unten in der Runde, darf nicht rein, weil... Weil, weiß ich nicht. Oh doch, der tanzt rum, yeah. Nein! Nein! Und so fängt alles von vorne an. Cooles Ende. Pixel Art. Warum jetzt die Credits? Super Mario Maker 2. Yeah, Leute. Jetzt kommt anscheinend mein Fazit zum Story Mode nur. Weil das ist ja hier ein Story Mode Let's Play. Es geht ja nicht so um was bauen. Und ja, der Story Mode ist viel, viel besser als einfach nur der Story Mode vom ersten Teil. Da gab es ja einfach nur, ja, rette Peach. Hier sind ein paar random Level, die wir beim gebaut haben. War zwar cool, aber es hatte halt keine Story. Es war einfach nur hier, wir haben Level gebaut. Spiel die mal, so weißt du. Aber hier, das hat wirklich so eine... gut, Story. Ich hätte mehr Story gewünscht, aber... Ansonsten, ja, was gab's denn sonst? Es gab einfach nur... ja, sammel Münzen, spiel unsere Level, sammel Münzen. Und dann kannst du weiterbauen, dann kannst du wieder aufbauen. So wie in Mario Run. Also, es war für mich einfach Super Mario Run, aber in anders. Besser ist Geschmackssache, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall... Also, ich finde, es ist von Mario Run inspiriert worden. Und da sind die beiden Toads. Und ja, man sieht das wahrscheinlich die ganzen Charaktere noch in Pixelart. Das ist schon cool. ja, es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Es gab auch viele Momente, wo ich dachte, ach, muss das jetzt sein? Oder was sind das für Stellen? Aber die meisten... Level und Stellen und was auch immer, die waren super, die waren cool. War zwar ziemlich kurz, ne, aber was erwartest du von dem Spiel, wo es eigentlich nur ums Bauen geht? Ums selber bauen und spielen geht. Aber man hat ja auch, obwohl wir noch nicht fertig sind, haben wir noch viel Level gesehen und auch gelernt. Ja, wir haben viel gelernt. Oh Gott, Mario, die Zeit geht aus. Juckt den anscheinend nicht, okay. ja. Dann hat ihr viel gelernt, man hat auch viel Inspiration bekommen. Ich zumindest habe ein wenig Inspiration bekommen, vor allem jetzt, so als ich zuletzt gesagt habe, war das glaube ich letzte Folge oder so. Ja. Ja, Bewertung will ich jetzt nicht geben, weil das ist einfach ein Teil von dem Spiel und da kann ich ja nicht eine Bewertung. Ja gut, ich könnte eine Bewertung zu dem Story Mode geben, aber ich mache das nicht. Die Bewertung kommt ja größtenteils von dem Bauaspekt, weil das ist ja das Hauptding. Story Mode wurde halt irgendwie, weiß nicht, ich denke mal am Ende oder so, halt so eben hinzugefügt. Ich feiere den Frosch einfach. Wait, hat der da so einen Reißverschluss? Leute, hat einen Reißverschluss! What? Der Frosch ist ein Mensch? Warte, was? Plot Twist? Was? Okay, ignorieren wir das erstmal. Ja, mir hat es auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht. Was sind eure Lieblingscharaktere und was waren eure Lieblingsstellen? Schreibt's mal unten rein. Also mein Lieblingscharakter ist der Frosch und der Hund. Und meine Lieblingsstellen, das weiß ich gerade tatsächlich nicht, weil ich nicht alles auswendig weiß, aber ihr habt ja das ganze Display gesehen. Vielleicht wisst ihr noch, welche Stellen euch am meisten zum Lachen gebracht hat oder euch einfach gefallen haben. Könnte man ja so ein Best-of machen, ne? So, falls jemand Bock hat, ne? In das Peach! Wie sie aussehen sollte. Super. Luigi!
Thank you! Oh, Baumeisterhelm! Neue Baumeisterkleidung erhalten. Du kannst den Level aus aller Welt verwenden. Baumeisteranzug! Superhammer! Neues Element erhalten. Du kannst es beim Levelbau im Spielthema Super Mario 3D World verwenden. Nice! Nice. Gratulation zur Fertigstellung des Schlosses. Aber selbst wenn du im Abenteuermodus schon alle Level kennst, in Super Mario Maker 2 kannst du deine eigenen Level bauen. Also worauf wartest du? Setze deine Ideen um und lasse deiner kreativen Energie freien Lauf. Ich kenne aber noch nicht alle Level, aber okay. So. Mario, danke, dass du die Ballerin zu uns zurückgebracht hast. Manchmal übertreiben sie es mit dem Eigenlob, aber letztendlich macht sie wirklich einen herausragenden Job. Gut, Ist das ein Peach, was? Kriegen wir jetzt neue Level? Mehr als 90? Nein, es gibt insgesamt 90 Level anscheinend. Kein Luigi, also habe ich das Outfit... Ist das das Outfit, das man da... Oh! Auf geht's, Baumeister, mach... Was, es gibt Peach Level? Oh Gott, da gucken wir uns das gleich mal an. Wenn wir mit Peach reden. So, ich guck kurz... Ihr werdet jetzt sehen, ich habe nirgendwo einen Luigi. Bisher. Ich habe noch nicht alle Level gespielt, deshalb habe ich das Kostüm noch nicht bekommen. Nice. Machen wir weiter als nächstes mit 61. So, wo ist Peach? Naja, komm, da kommen wir gleich zu. Ich sage schon als Outfit. Was wir gerade freigeschaltet haben. So, da bin ich. Oder der weibliche Mie, was auch immer. Bei den Hüten haben wir es wo? Wir haben sogar den Frosch. Habe ich den schon mal gezeigt? Wenn nicht, dann hier. Da ist der Frosch. Er hat sogar hier einen Reißverschluss. Wusste ich gar nicht. Da habe ich nicht allgemein Froschkostüm bekommen. Nee, habe ich nicht. Egal. So. Baumeister Huhm. Huhm? Habe ich gerade Huhm gesagt? Ich wollte Helm sagen und dann Hut. Und dann habe ich Huhm gesagt. Lol. Und da ist das Outfit. Schon ganz cool. Noch schnell mit dem männlichen. Vielleicht sieht das mit dem männlichen cooler aus. Naja, ich bleib immer auch mal weiblichen. Ich finde das auch irgendwie cooler. Weil man dann auch die Haare sieht. Das finde ich irgendwie cool. Weiß nicht. Ja. Okay. So, ich hoffe, in dieser Folge gibt es nicht so viele Störgeräusche im Hintergrund. Da kann ich jetzt leider nichts ändern. Und ich hoffe, das ist so okay. So, was ist das jetzt für für die Mine? Es sieht aus wie eine Mine oder so. Was ist das hier? Kann man damit irgendwie interagieren irgendwann? Jetzt. Kann ich vielleicht hier... unterirdisch da lang, weil geht's ja auch noch nach links weiter und ich... Oh! 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 Jetzt geht's! Oh! Okay! Was ist denn hier? Eine Maschine? Boah, das sieht irgendwie aus wie ein Roboter. Warte, was? Hi! Sorry, Mann! Hoppiau! 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 Ja, geht! Was? Bringt das nichts? Stoppt auf einen. Lol, das ist der Speicherbot. Ach so, das ist der Speicherbot. Hallo, wie geht's dir? Na? Ach, das ist der Speicherbot. Cool. Hey, Speicherbot, was hast du denn hier verloren? Warum warst du nicht im Story-Mode dabei? Oder halt bei der Hauptquest? Piep. Piep, oh, piep. System wird neu gestartet. Piep, oh, piep, piep. Neustart abgeschlossen. Piep, oh, piep. Barterkennung läuft. Piep, oh, Bart erkannt. Piep, oh, piep. Du bist Mario, korrekt. Nein, das ist Patrick. Piep, oh, Bart, piep. Anmeldefehler, aber Bärte lüge nicht. Piep, piep, oh, piep, Bart, piep, piep. Ich bin ein Roboter, der Videos abspielt. Piep, oh, piep, oh, piep. Welches Video möchtest du ansehen? Oh. Okay, doch nicht. Babi, Babe, auf Wiedersehen. Alles klar. Also, der hat einen ganzen Körper? Was zum Henker? Warum hat der einen ganzen Körper? Guck dich das an. Ich habe das noch nie gesehen. Ich dachte, der hätte nur so einen Kopf. Lol. Aber guck doch das mal an. Der hat hier noch einen ganzen Körper. Hat er auch Arme? Ich weiß es nicht, man sieht auf jeden Fall keine Arme. Vielleicht kommt er irgendwann mal da raus, vielleicht kann man ihm irgendwie helfen später noch. Weil noch ist ja nichts vorbei. Es ist nicht die letzte Folge, Leute. Es ist nicht die letzte Folge.
Cool. Okay. Wo ist denn Peach? Schauen wir das noch in der Folge? Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hören dann hier mit der Folge auf, Leute. Hey, was machst du denn hier? Wirklich nett von dir, dass du die Bauleiterin gerettet hast. Ohne dich wäre das Schloss wohl nie fertig geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ach, brauchst du mir doch nicht danken. Das ist doch selbstverständlich, dass ich sowas mache, ne? So, ich weiß gar nicht, wo ist denn Peach? Ist sie nicht hier oben? Ich dachte, sie wäre hier oben. Wo ist sie denn? Peachy. Peachy. Wo bist du? Aber jetzt nur ernsthaft, wo ist sie denn? Ist sie irgendwo hier? Das ist der Frosch, ja. Ist sie hier unten? Aber hier hatten wir schon alles. Hier ist nur dieser Stein. Yep. Okay, ja, dann werde ich mal nachschauen, wo Peach ist. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Bewertung da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut einfach beim nächsten Mal wieder vorbei, ne? Kommt so die Tage ungefähr, ne? Passt so, ne? Haut rein, Leute. Schönen Tag noch. Und ciao.